Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword HD und heute werden wir einen neuen Bereich erkunden können, denn jetzt haben wir alle drei Tafeln zurückgebracht und damit einen weiteren Ort freigeschaltet. Ein orangener Ort. Also wir wissen ja, der letzte Ort war rot und der hat mir nicht wirklich gefallen, da war sehr viel Lava, too much Lava, das Gegenteil von dem, was IGN sagen würde. Und yeah! Ich dachte, das war das. Und okay, hat geklappt. Yeah. Jetzt fliegen wir dorthin. Und hoffen wir, dass das ein chilliger Bereich wird. Oder zumindest ein bisschen mehr chillig als sonst die anderen. Obwohl, warte, bevor wir da hingehen, wir könnten uns mal diese besonderen Orte anschauen. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Also, alle ab! Aber ich werde für euch das Fliegen ab jetzt rausschneiden. Nur noch unsere, ja, unser Ankommen anzeigen. Weil es ist halt langweilig. So, ne? So, was war das denn hier nochmal? Was war das denn hier? Waren wir schon? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Spring mal ab. So. Gibt's hier irgendwas? Ja, eine Truhe, die wir noch nicht hatten. Ui, was haben wir denn da schon? Ein goldener Rubin, der ist unglaubliche 300 Rubine wert. Aber bereit das lieber für dich. Dankeschön, Bro. Ich habe ja in der letzten Folge so viel ausgegeben bei Terry. Jetzt können wir gleich wieder zu ihm gehen. Nee, wäre noch nicht genug. So, was gibt's denn überhaupt hier drin? Eine Bambusfarm, cool. Oh, du bist Mike. Oh mein Gott, das ist Pico. Go Pico, ja. Ich bekam hier einen seltenen Besuch. Ja, ich weiß ja schon, wer du bist. Du bist Pico, aber wo ist hier? Dies hier ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model von Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress um meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich hier. Bambus zu schneiden hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Mike? Willst du etwas Training? Ich sollte ihr Nein sagen, aber ich sag ja. Ich will eine Belohnung. Ja, das wollte ich hören. Also dann mal los. Warte einen Moment, ich glaube, ich habe was vergessen. Richtig, jetzt weiß ich es wieder. Und das wäre? Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also das meinst du, nur 10 Rubine. Ich habe ja gerade ganz viel bekommen. Aber warum muss ich überhaupt zahlen dafür? Moment mal, du kannst einen tollen Preis gewinnen, schon vergessen? Ich kann doch keine Preise verteilen oder Leute umsonst teilnehmen lassen. Also wie sieht's aus? Die Rubine schmerzt nicht. Ja, stimmt, okay. Also gut, ich will ja für die Blitzschnelle. Ich will von dir Blitzschnelle Hiebe sehen, in Ordnung? Das kann ich gut! War das gut? Sachte, mein Junge, du kannst wieder durchatmen, beruhig dich. Du hast den Bambus 21 Mal geteilt. Du bist wirklich talentiert. It's a gift. Eine beeindruckende Leistung und eine tolle Schwertführung. Hier, das hast du dir echt richtig krass verdient. Ein Schattenkristall? Haben wir noch nie gehabt. Dieser äußerst seltene Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Also wenn wir das konsumieren würden, theoretisch, natürlich würden wir es nicht machen, weil ich esse doch kein Stein, aber würden wir dann zu einer von den Bösen werden? Hört sich zumindest so an. Oh, eine der Collectibles. Na gut, dass wir es haben. Beim nächsten Mal will ich aber 28 Stück fliegen sehen. Falls du Lust hast, dann komm vorbei. Ich probiere es nochmal. Stein, let's go. Ich versuche es nochmal. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Nein, wie willst du das denn schneller hinbekommen? Hä? Ach, ich krieg die ganze Zeit Schattenkristalle? Okay, dann war ich wohl nicht gut genug. Ich muss 28 machen. Ich mach's nochmal. Ich hab genug Geld. Wie macht man das denn am besten? Letzter Versuch, danach höre ich auf.
Hey, 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 hallo, Betrug! Ich glaube, diese ganzen Nebenmissionen mache ich irgendwann später, wenn ich weiter bin im Spiel. Ich glaube, das wäre am klügsten. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir am besten in den Kommentaren. Schreibt mir am besten, wann soll ich die ganzen Nebenmissionen machen? Weil, ja, ich bin nicht gut darin, das einzuteilen. Okay, das ist diese Insel. Fliegen wir zur nächsten. Also da oben ist was, aber wir gucken erstmal hier unten. Was wir hier so finden. Warte, 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 umlanden, umlanden. Umlanden. Perfekt. Und uns unseren schönen Schatz abholen. Welcher wäre? Noch mehr Geld. Aber ein silberner, der ist nur 100 wert. Boah, ist ja gar nichts. Ich habe ein bisschen was verschwendet. Deshalb nehme ich das mit. Mhm. Wer ist hier nicht? Was kann man denn hier alles so machen? Schwimmen. Können wir schwimmen? Ich denke schon. Können wir tauchen? Können wir nicht tauchen? Nein? Willst du tauchen, Link? Okay, wir können nicht tauchen. Dann kommen wir ein andermal zurück. Hä? Kann ich ihn nicht abspringen? Doch. Hä? Komisch. Okay, fliegen wir nach da oben. Ich schätze mal hier oben. Oh Gott, das ist aber ziemlich weit. Oder ist es das überhaupt? Nö, es ist was anderes. Okay, fliegen wir aber trotzdem mal dahin. Hey, hey, hey! Oh, da oben ist eine Kiste. Oben drauf. Ich muss perfekt landen. Perfekt! Naja, nicht unbedingt sauber, aber es hat geklappt. Hä? Wir haben sie noch nicht aktiviert. Wir können sie noch nicht öffnen. Das ist bitter. Und ich glaube, wir sollen da noch gar nicht hin, weil das Haus sieht noch nicht fertig aus. Oh. Ich bin geschäftlich unterwegs und komme abends zurück. Terry. Terry, du wohnst hier? Wohnt er hier? Maybe. Okay, aber da komme ich nicht hoch. Und hier war mal ein Lagerfeuer, schätze ich. Cool Steuerung, oder? Komm wieder auch hin. Aber ich war zuerst da, also verpiss dich. Wow. Das war knapp. Was gibt's hier außer von Blumen? Irgendwas? Man kann hier klettern. Okay. Oh Gott, aber ich kann nicht lange klettern, ne? Ich muss das jetzt richtig angehen. Mhm. Ja. Da ist eine Truhe. Ja, komm. Ha. Die öffnen wir. Und unsere Belohnung für die harte Arbeit ist... Noch mehr Geld. Nee. Schatzmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Schätze stoßen. Okay. Finde ich damit dann noch bei der Karte mal Schätze oder sowas? Oder was bedeutet das? Da hinten ist auch noch was, ne? Okay, also es gibt hier mehr als so einen Schatz. Dafür müssen wir aber erstmal auf die andere Seite. Heißt, hier runterspringen. Oh, sieh mal einer an. Ich hab ne Idee. Und diese Idee könnte funktionieren. Ja! That worked. Aber leider können wir es noch nicht öffnen. Blöd. Okay, hier können wir rangeln. Hier können wir rangeln, rangeln. Nee, damit hier sehen wir nur, dass wir nach da oben landen müssen. Okay, also hier gibt es nichts mehr oder wie. Okay. Kleine Insel, klein aber fein. Ich nehme trotzdem das Medaillon mit. War ganz nett. So. Kürbisinsel. Nee, kein Bock.
Okay, wir haben hier noch zwei Orte, an denen wir noch nicht waren, an denen ich jetzt gerne noch landen möchte, bevor wir dann dorthin. Wir müssen sowieso in die Richtung, also von da. Let's go. Wieso kann ich das auf einmal unendlich machen? Und die Anzeige geht nicht leer. Das ist komisch. Und Landung! Schön. Okay, eine kleine Insel mit einem Geschenkchen. Ein Herzteil! Die haben wir schon ewig nicht mehr gefunden. Okay. Das war unser viertes sogar. Nice! Ja, mit 9 Herzen werden wir, glaube ich, den nächsten Dungeon easy überstehen. Ja, wunderbar. Weiter geht's. Hier ist unsere nächste Insel, auf die wir jeden Moment landen. Nee, was? Das ist gar nicht unsere Insel. Was ist das denn hier? Das ist was ganz anderes hier. Hier wollte ich gar nicht hin. Was macht der Clown hier? Hi! Uiuiui! Komm nur näher, junger Mann! Und du fragst dich bestimmt, was ich hier so treibe. Ja, so komm, mag sein. Yes. Genau das wollte ich hören. Ich möchte dir selbst einen Mord machen, an dem die Leute Spaß haben können. Soll ich dir ihren Namen verraten? Ich nenne sie Roulette-Insel. Doch bis dieser Ort soweit ist, müssen wir erstmal alle erwachsen werden, denn Roulette ist nur was für 18-Jährige. Gibt es noch einiges zu erledigen? Schau doch später mal vorbei. Okay, also das ist ja erst für später. Aber war hier drunter nicht noch was? Ja. Da war doch da drunter noch was unter der Insel. Lass mal sehen. Doch, unter der Insel ist eine Truhe. Ja. Aber da kommen wir noch nicht dran. Die ist ausgegraut. Okay. Dann kommen wir dann auch nochmal zurück. Müssen wir noch mehr Steine kaputt machen. Aber hier sollte noch eine Kiste sein, die wir erreichen können. Also hin. Hin und hin. Was hat geklappt? Also die ist es auf jeden Fall nicht, die wir erreichen können. Okay, es ist die Insel. Oh, da ist ja die Truhe. Ups. Na egal. So, ich erwarte Rubine. Das wird nichts Besonderes sein. Eine kleine Dekotasche. 10 weitere Dekokerne tragen. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, 30 insgesamt tragen. Schon ganz cool eigentlich. Okay, aber ich stalle viel zu sehr. Wir wollen natürlich jetzt noch das neue Gebiet sehen. Und davon ist es auch schon. Deshalb kann ich das jetzt auch nicht, weil... Muss nicht sein, wenn wir doch sowieso nur 10 Sekunden weg davon sind. Also hin und fort! Mal wieder geht die Leiste nicht runter. Ich verstehe nicht ganz warum, aber nicht schlimm. Ich bin gespannt, was das für ein Ort wird. Ich kann mir eine Wüste vorstellen, weil es orange ist, aber... Keine Ahnung. Hoffentlich was Cooles. Aber was Cooles hätte ich schon Bock. Also los! Ah! Ah! Okay. Wo sind wir hier? Waren wir nicht schon mal? Nee. Die komischen Formen da, diese komischen Steine, die kennen wir nicht. Gebieter Mike, ich hab dir was zu sagen, aber du hast mich nie ausreden lassen. Die Ranellmine. Ach, wir sind jetzt in der Mine. In der Wüste anscheinend. Seit hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Oh Gott, sag mir nicht, das Ganze dort ist die Ranellmine oder allgemein die Ranellwüste. Nur 3 Orte? Kann ja nicht sein. Na egal. Ich schätze, dass der herkommen und bereits vorausgeheilt ist. Also Zelda ist hier. Oh. Manchmal ist das komisch. Okay, dort bei dem Stein. Genau bei dem ist sie. Okay. Gut, so wissen. Na komm, lass los. Gibt's hier irgendwas? Ich kann mit dem reden? Ein WR 301-Reihe.
Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Ein Roboter? Die sehen aber süß aus. Sind das Gegner? Ich will nicht gegen süße Roboter-Gegner kämpfen. Oh hey! Könnt ihr Truhe freischalten, direkt am Anfang. Das ist doch schön! Das mache ich doch gerne. Hehe. Yeah, boy. Okay. Genug Quinch für einen Tag. Ja. Hab ich ihn? Ja, eine Sandzikade! Dieses Insekt verbringt 10 Jahre seines Lebens als Larve unter der Erde und lässt sich nur schwer fangen. Schwer fangen. Der war gut. Nice. Willst du mir was sagen? Können wir gar nichts sagen. Alles klar. Speichern. Yep. Nee, warte. Ah! Ich bin mir nicht sicher. Ich will keinen dritten Speicher schon aufmachen. Komm. Hier, passt. Da können wir ruhig speichern. Blam, blam. Okay. Mhm. Interessantes Gebiet. Oh nein. Was wollt ihr denn schon wieder? Vor ein paar Folgen hatte ich noch Angst vor dir. Jetzt sind das Noobs. Ja. Komm schon. Reicht das nicht? Ich kann es ganz durchschieben. Weiß machen? Warum nicht? Plop, plop. Bam. Ah ja, musste ich sogar. Können wir damit jetzt fahren? Komm her. Die sind böse. Oh, da muss man aufpassen. Wenn sie elektrisch aufgeladen sind, nicht angreifen. Ansonsten schon. Okay. Okay, okay, ich verstehe schon, hier wird es elektrisch. Deshalb auch so ein oranges Licht. Vielleicht soll das eher so ein gelbes Licht sein. Und ich sehe es nur als orange. Keine Ahnung. Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt schon interessanter als Sabergebiet, wo ich die ganze Zeit nur gestorben bin. Ich glaube, das wird mir mehr Spaß machen hier. Oh, 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 oh. Hey, Jungs. Falsches Item. Hey, Jungs. Habt ihr Bock, in zwei geteilt zu werden? Hey. So aber nicht. So aber nicht. Das funktioniert, oder? Bam. Yeah. Ein paar Rubine. Nehmen wir mit. Und nun? Was erwarten wir uns denn da vorne? Kann ich das überhaupt bis dahin schieben? Ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts. Ne, das hat rein gar nichts gebracht. Oh, wow, toll. Was bist du? Ein Kristall. Mit coolen Symbolen drauf. Aber was machst du? Warum sind die überall... Kann ich die nicht... Mit dem Käfer holen die Dinger? Das ist eine Rubine. Doch, klar. Zack. Ja, okay, tut vielleicht ein bisschen weh. Aber theoretisch kann ich mir jeden einzelnen Rubin hier holen. Klar. Zack. Und sogar ausweichen, damit wir nicht die ganze Zeit diese blöde Cutscene sehen müssen. Wo ich das Ding schmeiß. Zack. Und zack. Yeah. Kling, kling, kling. Cool. Das können wir bis dahin schieben. Aber warte, wie wollen wir das jetzt machen? Kann ich dich irgendwie triggern? Yeah! Oh, ja, kann ich. Das ist blau statt lila. Was? Was passiert hier? Alles wird zu leben! Ist das irgendwie eine Art magnetisches Feld? Was passiert hier? Die Roboter lebt! Aber sie wirken jetzt nicht wirklich bedrohlich. Hey, Kleiner! Die Lache ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts da drin verloren. Verzieh dich! Okay, sind jetzt nicht nett, aber sie greifen mich auch nicht an, also.
An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. What? Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. How? Wir sind in der Vergangenheit? Oh hey, in der Vergangenheit war die Strecke hier nicht kaputt. Das heißt doch richtig. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Ranell-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. Doch, werde ich aber. Hier muss die Lore durch. Psst. Bär aus dem Weg. Nö. Haha. Ich mach, was ich will. Wollt ihr auch klauen, so wie wir? Hey, Bro. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns nur bei der Arbeit. Okay, sorry. Was wäre, wenn ich einen Epic Prank ziehen würde und den hier machen würde? Was würde der sagen? Juckt nicht. Okay, die sind immun gegen Explosionen. Das ist zumindest mal ein Vorteil für die, aber trotzdem, sie sind ausgestorben. Woran sind sie ausgestorben? Frag ich mich jetzt aber, dass jetzt. Aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass wir jetzt in der Vergangenheit gereist werden. Ich dachte, diese Kristall erlebt halt irgendwie alles um sich rum. Ne? Das ist ein Portal zur Zeit. Danke, Arceus, warum nicht? Bam. Weiß ja nicht, wo lang. Gehen wir erstmal in die Röhre? Ja. Let's go. Haha. Ich fahre jetzt einfach durch ohne Erlaubnis. Und hier können wir einfach mit einem Schritt zurück in die Gegenwart. Diese Steine haben wohl lange überlebt, was? Aber die nicht. Muss ich das irgendwie erweitern oder so? Ich glaube, ich muss das irgendwie erweitern. Es wird zwar nichts bringen, aber ich probiere es trotzdem mal aus, ob vielleicht die... Ah, ein bisschen zu weit. Ob vielleicht die Bombe irgendeinen Unterschied macht. Nee. Das bringt nichts. Okay. Dann wieder zurück. Okay, das könnte aber sehr interessant werden. Da kann ich wieder raus. Hallo. You spin me right round, baby, right round. Lass mich raus, baby, right round. Right now, yeah. Probieren wir den mal aus. Ich schätze mal, wir hier sollen hier lang. Ja, die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um zu fahren. Und da sind wir da. Hi, Kleiner. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Psst. Nö. Eine Kappe ist wunderschön. Was will man denn hier? Geld. Und dafür brauche ich Geld. Jetzt habe ich Geld. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Psst. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen oder so? Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Stein hier kaputt machen. Ich glaube, das bringt nichts. Aber okay. Was ist, wenn ich den Stein, also den Kristall, dann nochmal betätige? Passiert dann hier irgendwas? Also ist dann wieder alles tot? Einfach nur schlagen. Muss ich mal aufladen. Ja, dann sterben alle wieder. Whoopsies. Aber hilft mir das in irgendeiner Art und Weise? Nö. Nee. Ich komme da jetzt auch nicht mehr durch. Da kommt man nur mit der Lore durch. Mit The Mind Guard. Ich kann's schieben, aber das bringt mir rein gar nichts. Nee. Oh, komm. Mach mal auf hier. Was muss ich denn dann machen? Zelda, wo bist du? Da? Muss da lang? Hier? Okay, Moment. Kann ich da graben, wenn der Typ weg ist? Da oder so? Oder irgendwie so? Keine Ahnung. Kann ich ihm jetzt graben? Die sind ja auch. Sind die in der.
Sind hier Bomben in der Nähe? Ja, da sind Bomben. Das könnte bedeuten, dass ich mit der Bombe das hier freisprengen muss. Ich habe es ja vorhin schon in der Vergangenheit probiert. Nichts gebracht. Also ich muss hier lang, laut Karte. Nur hier unten geht's weiter. Okay. Hier. Aber ich dachte, ich kann hier nichts machen. Oder muss ich da vielleicht eine Bombe drauf werfen? Weil da ist ja auch eine Bombe daneben. So. Nein! Werf! Genau. Funktioniert das? Okay. Ja, es funktioniert. Und Link glitscht rum. Cool. Bis euch! Danke. Ist das Treibsand? Es ist Treibsand! Es ist definitiv Treibsand. Oh mein Gott. Okay, ich brauche eure Hilfe. I acquire your assistance! Bist du drin? Ja. Uiuiui, was ein Ort das hier ist, ne? Was ein Ort. Ich wette, die hinteren haben Rubine oder Sammelobjekte hinter sich. Yep. Ein Rubin. Yay! Oh, warte, mehr als das. Eine kleine Kiste mit ganz vielen Vasen und Gegner natürlich auch. Was finden wir? Mehr Geld. Ja, also ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, dass wir ein bisschen Geld finden. Oder auch ein paar Dekonüsse. So. Take that. Nichts, den Tag hier auch noch ab. Vielleicht ist da was. Hey, da ist Geld, aber das krieg ich nicht. Scheiße, nein. Ah! Bin ich tot? Nee. Ich respawn einfach wieder. Okay. Warte, ich krieg nicht mal Damage? Ich hab immer noch meine ganzen Herzen voll. Okay. Man kann nur drüber rennen. Na gut, Leute. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was auf euch zukommt in der nächsten Folge. Einiges an Treibsand. Also wir sind jetzt wirklich in der Wüste. In Mario spielen wäre die Wüste schon als zweites da gewesen. Bei Zelda erst, aber beim dritten Mal. Okay. Dann werden wir beim nächsten Mal sehen, was für craziger Stuff hier auf uns wartet. Oh Gott, Gegner, weg hier!